Kollege Sebastian Körper von der FDP-Fraktion. Herr Körper, bitte schön. Eine leistungsfähige Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für jegliche Form der Mobilität. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, dabei geht es ja nicht nur um Infrastruktur-Großprojekte, denn Mobilität beginnt ja bereits unmittelbar vor unserer Haustür. Damit haben eben auch Radwege, Kreisstraßen oder Gemeindeverbindungsstraßen, die nicht von so hoher Bedeutung sind, eine hohe Relevanz. Wir haben gerade Stichwort Lückenschluss schon gehört. In jüngster Vergangenheit kommt es eben auch bei lokalen und bei regionalen Vorhaben immer wieder zu erheblichen Verfahrensverzögerungen. Da, denke ich, hat jeder zu Hause vor Ort ein Beispiel, die ebenso in eine Nichtrealisierung dann münden können. Das kostet alles Zeit und Geld, erzeugt Ärger und Frust. Mit diesem Gesetzesentwurf wird die Grundlage für eine immerhin schon fakultative Planfeststellung geschaffen. Kollege Wagel hat es ja ausgiebig ausgeführt. Das schafft eine neue Möglichkeit, Projekte transparent und erfolgreich zu realisieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich sehe da auch ein Mosaiksteinchen als ein Meilenstein. Das Bröckerler gefällt mir natürlich als Frage noch besser, Kollegin Auris. Mehr ist es aber allerdings auch nicht. Gerade um Infrastrukturprojekte kleineren Maßstab erfolgreich auf den Weg zu bringen. Und ich möchte auch nicht, dass wir jetzt hier ablenken mit so einem kleinen Gesetz. Die Genese ist ja auch schon von Inge Auris dargestellt worden. Ich möchte nicht, dass wir ablenken, dass es ja trotzdem auch um Infrastruktur-Großprojekte in Bayern geht, die wir realisieren müssen. Da jetzt mal endlich so ein kleines, zartes Bröckerler hinzuwerfen, um ein bisschen Radwege vor Ort und kleine Straßenprojekte beschleunigen zu können. Das darf halt nicht davon ablenken, dass die Staatsregierung gerade eine desaströse Arbeit abliefert, was Großprojekte angeht. Ich will nur mal zwei Beispiele nennen, weil das gehört alles zur Mobilität ja mit dazu. Es nützt mir ja nichts, wenn ich dann überhaupt nicht mehr vorankomme von Haustür zu Haustür, weil es vor Ort die kleinen Projekte nicht gibt und weil es die großen Projekte nicht gibt, die ich ja auch benötige. Und so ein großes Beispiel für ein immens hohes Maß an Intransparenz ist ja unlängst öffentlich geworden, das ICE-Instandhaltungswerk im Großraum Nürnberg. Ist ja wirklich ein Paradebeispiel geworden, wie man es eben nicht machen soll, wie es völlig intransparent geht und wie die Staatsregierung selbst in Person des eigenen Ministerpräsidenten Einflussnahme macht, das Ganze torpediert, Standorte vorwegnimmt, auf den Brief des Ministerpräsidenten selbst an CSU-Ortsverbände Schreiben rausschickt, welche Standorte warum nicht in Frage kommen. So darf es, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf keinen Fall funktionieren. Und wir benötigen natürlich auch eine Beschleunigung in diesem Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und da hat die neue Bundesregierung sehr, sehr gute Punkte im Koalitionsvertrag dargelegt, was große Projekte angeht. Da passt es jetzt ja vielleicht dazu, wenn man es denn richtig umsetzen würde, was uns jetzt heute hier auf den Tisch gelegt worden ist. Aber eben ein transparentes Bürgerbeteiligungsverfahren, wie soll das denn funktionieren, wenn man liest, der eigene Ministerpräsident mischt sich halt vor Ort in irgendwelche Projekte ein, wenn es um Instandhaltungswerke geht für ICEs, die wir natürlich auch brauchen, damit Infrastruktur funktioniert. Das ist wirklich völlig desaströs gewesen. Erfreulich habe ich auch übrigens vorgestern zur Kenntnis genommen, sehr geehrter Herr neuer Staatsminister Bernreiter, Sie sind ja der vierte und Sie haben jetzt in den letzten 4 Jahren und Sie haben jetzt ja immerhin schon mal alles ein bisschen weggewischt, was Ihre Vorgänger uns noch erzählt haben, was zum Beispiel den Brenner Nordzulauf angeht, ein weiteres großes Infrastrukturprojekt. Das haben Sie ja wieder ganz anders jetzt dargestellt in der Intonierung wie Ihre Vorgängerin und Ihr Vorvorgänger. Das finde ich natürlich sehr gut, wenn wir endlich in der Lage sind, diese großen Infrastrukturprojekte voranzubringen, uns klar dazu zu bekennen, dann helfen sicher auch diese kleinen Beschleunigungsmaßnahmen jetzt, können ihren Beitrag dazu leisten. Insofern werden wir diesem Gesetz natürlich zustimmen, das ist ja schließlich etwas Gutes. Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr als federführenden Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich Widerspruch? Das ist nicht so, dann ist es so beschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Rat